Soll ich dazu noch irgendwas sagen? Einfach nur, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. So, die Tür ist offen. Jetzt. Ich darf hier also nicht zu weit laufen. Bis hierhin und nicht weiter. Ich habe das Gefühl, ich trete auf eine gewisse Platte und die Tür geht auf. Sagen wir, ich gehe wieder hier rein. Die Tür müsste jetzt wieder offen sein. So. Sie ist auch offen. Ich bin drin. Speichern. Keine Ahnung, wie das hier funktioniert, aber ich bin drin. So. Natürlich ist das Ganze jetzt hier ein bisschen komisch. Vielleicht kann ich die Kiste reinschieben. Ja. Ein Hebel. Und noch eine zweite Kiste, die habe ich gar nicht gesehen. Er müsste die doch die Tür aufmachen, oder? Ja. Okay, und jetzt kann ich die Kiste hier rausziehen und rausschieben. Das müsste gehen. Dann hätte ich nämlich Platz für die zweite Kiste. Och nee. Okay. Die Tür bleibt trotzdem irgendwie sehr, sehr komisch. Egal. Ich meine, es hätte auch gereicht, wenn ihr die Kiste hier stehen gelassen hättet. Es hätte dem Ganzen jetzt keinen Abbruch getan an der Stelle. Da ist aber die nächste Kiste. Würde aber vielleicht mal diese Kiste wieder hier hinschieben, um zu schauen, ob dahinter was liegt. Nee. Gut. Hier liegt nichts weiter, aber hier ist das nächste Kistenrätsel. Also, hier haben sie wieder den Teil mit den Kisten sehr, sehr präsent gemacht. Ach so. Ja, eine zweite Kiste. Dann würde ich. Ja. Da würde ich die Kiste einfach nach da schieben. Komme ich dann noch zurück oder? Ja, komme ich. Und dann würde ich die Kiste hier rausschieben. Würde sie dann zur Seite schieben. Das ist ja wie Sokoban hier. Ich weiß nicht, kennt ihr noch das Spiel Sokoban? Muss man auch mal so Kisten schieben an bestimmte Punkte und. Und da verbaute man sich immer mal gerne und so weiter. Also es kommt hier dem sehr, sehr nahe. So, die schiebe ich aber jetzt ganz nach hinten. So, jetzt bin ich hier. Dahinter ist noch eine Kiste, okay. Ich dachte mal, sie machen es uns einfach, aber dem ist leider nicht so. Wie lange sind wir eigentlich schon in diesem Level? Das wäre mal ganz interessant zu hören, denn ja,
Die Frage ist natürlich, ich probiere jetzt mal kurz was. Wenn ich diese Kiste durchschieben kann, dann wäre das Problem gelöst. Aber wenn nicht, dann muss ich erst wieder umdenken. Also dann muss ich die andere Kiste wieder zurückschieben, sofern das geht. Ach, gucke an. Ein großes Medipack, Magnum-Munition und Uzi-Munition. Und darf ich euch was sagen? Wir haben es geschafft, in diesem großen Level alle vier Secrets einzusammeln. Alle vier. Was mich aber interessieren würde, ist, ob hier hinter der Kiste oder unter der Kiste noch was ist. Wobei es halt. Nee, ich glaube, unter der Kiste dürfte nichts weiter sein. Okay, gut. Wir haben das Secret. Alles gut. Die Tür sperrt uns aus. Und ich werde jetzt hier durch diese Tür gehen. Übrigens, ich denke mal, ihr dürft, wenn ihr zu der Tür rennt, also ihr müsst in diesen Gefahrenraum rein, auf die vorletzte Plattform drehen, dann hier raus und dürft nicht auf diesen weißen Streifen hier treten, weil ansonsten die Tür wieder zugeht. Ich würde euch also raten, bis hierhin hinzulaufen und dann mit Anlauf zur Tür zu springen, dass ihr gerade noch so durchkommt. Dann sollte es gehen. Gut. Okay. Oh, Mann. Oh, Mann. Uns erwartet das nächste, der nächste feierliche Raum. Und ich glaube, wir sind jetzt wirklich mitten in in der Hauptkammer des Palastes. Wobei auch der Palast nach oben hin offen ist. Aber die erste Frage, die sich jetzt natürlich ergibt, ist, wie komme ich hier hoch? Wie komme ich da hoch? Da geht's hier. Ich hatte schon Angst, dass sie hier gar keine Gegner mehr bringen, sagt mal. Da oben war doch, hier. Hallo? Stirb. Geh weg. Gut. Ich weiß nicht, wieso es wieder so rumlägt, aber hier war eine Katzenmumie. Vielleicht muss ich ja auch von innen nach ganz oben. Das kann natürlich sein. Irgendwie habe ich Angst vor der Statistik, was die Zeit betrifft, aber naja, gut. Wobei, eigentlich habe ich ja nichts mehr zu befürchten, denn ich habe alle Secrets. Das hier erinnert mich natürlich jetzt wieder sehr an den Anfang des Levels. Rote Textur. So, jetzt bin ich schon mal ein Stück weit nach oben gekommen. Ich denke, ich muss jetzt hier geradeaus springen. Ich hoffe mal, dass sie den Sprung schafft. Sehr gut. Gegner? Nein. Was ist hier? Ach, das ist der andere Raum, durch den wir hätten gehen können.
Also ich wäre eigentlich nichts passiert, wenn ihr durch die äußeren Räume je. Da liegt Uzi-Munition. Naja, gut. Okay. Ich höre aber immer noch einen Panther, deswegen bleibe ich mal in Alarmbereitschaft. Ja, bleib da stehen. Okay. Ich habe, glaube ich, noch. Ja. Okay. Noch einer. Was ich auch sehe, ich habe kaum noch Magnum-Munition. Also es hat dann doch schon sehr, sehr abgespeckt in diesem Level, die Munitionsanzahl. Oh. Oh. Geh mal hier hoch, Lara. Ach, da oben knurrst du rum. Ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, was das soll. Oh, ich weiß nicht, warum es so rumlägt. Irgendwie, wenn ich ins Pause-Menü gehe, hört das auf und dann, wenn ich wieder im Spiel drin bin. Naja, gut. Hierhin. Okay, dann war das doch nicht der Weg, der andere Weg, den wir hätten gehen können. Dann ist das jetzt ein Weg, den wir gehen müssen, um weiterzukommen. Aber nur für Uzi-Munition, so wie ich das sehe. Oder? Nee, da geht's noch lang. Da geht es noch weiter nach oben. Und ich denke mal, wir müssen jetzt weiter nach oben. Ja. Da geht's weiter. Und jetzt kann ich hier diesen Pfad. Nee, erstmal. Und ich steige mal auf die Pistolen jetzt um. Denn. Hier droht ja keine große Gefahr. Mir scheint das irgendwie so, als ob wir das Maul der Katze hier rein müssen. Aber das ist, ich denke mal, diese Statue wurde erbaut zu Ehren der Katzengöttin oder des Katzengottes Bast oder wie das auch immer heißt. Ich weiß auch nicht, ob der Gott männlich oder weiblich ist, aber Fakt ist auf jeden Fall, dass es eine Katzengottheit ist. Und das Spiel wieder laggt. So, hier das kleine Medipack mit aufsammeln und dann hier weiter. Also wir kommen ja immer höher, aber das ist ganz linear gehalten an der Stelle. Also es ist jetzt nicht zu schwer. Ich riskiere mal einen Sprung mit Anlauf und der klappt, ja. Hier komme ich hoch. Ja, ich nehme die Magnums. Und stell mich mal so hin, dass der mich nicht runterschubsen kann. Denn wir wissen ja alle, worin das mündet. Und wir wissen alle, wie gut die Gegner im Runterschubsen allgemein sind. Aber was ich echt sagen muss, ist, das ist cool. Das ist echt cool gemacht, dass ich hier immer weiter nach oben gehe. Und dass ich hier zwei Wege habe. Also ich kann einmal rechts oder links hoch. Das haben sie echt schön gestaltet. Doch. Also es gefällt mir echt gut, dieses Level. Auch wenn es so lang ist. Einfach nur cool gehalten.
Okay, dann haben wir da noch mal eine Katzenstatue. Aber meine Frage, die ich jetzt habe, ist, ich habe gesehen, dass man von hinten auf den Kopf der Sta also der Katzenstatue hier, der großen Katzenstatue in der Mitte springen kann. Und ich würde mal gerne schauen, in welcher Hinsicht ich das machen kann. Denn... Ach so. Nee, da ist nichts. Dann komme ich von hinten nicht da drauf. Wieso habe ich, werde ich das Gefühl nicht los, dass ich dahin muss, wo der Panther war? Besonders auch die Säule da hinten ist nur auf der einen Seite da. Deswegen denke ich mal, muss ich dann doch auf die andere. Und auch der Sternenhimmel ist wieder da. Kann man jetzt gut sehen. Wobei es natürlich jetzt so kommt, wenn ich jetzt die Sterne so sehe, als wenn ich direkt unter dem Sternenhimmel wäre, als ob ich die Sterne anfassen könnte. Aber okay. Nee, ich glaube, wir müssen hoch zur Katzenstatue. Da wird dann irgendwas passieren, hoffe ich mal. Wenn nicht, bin ich aufgeschmissen. Aber warum sonst sollte hier diese Säule sein? Also, das kann ich mir schlecht vorstellen. Soll ich jetzt einen gekonnten Sprung nach vorne machen oder... Wartet mal. Ivo, das brauche ich gar nicht. Ich muss einfach nur... Also wenn sich jetzt meine Vermutung bestätigt, ich muss einfach nur hier auf der zu dem Auge springen. Das müsste nämlich theoretisch eine Plattform sein, wo ich stehen kann. Hoffentlich. Bitte. Ja. Es ist eine Plattform, wo ich... Ja, natürlich. Ja. Natürlich. Ist klar. Ja. Ich bedauere es so sehr, dass ich es nicht gebracht habe, euch zu zeigen, wie weit man in der großen Pyramide nach unten fällt, wenn man bei dem Mutanten, ja, von der Plattform fällt. Na komm. Nein, nicht mich runterschubsen. Das ist ganz böse. So, dann denke ich auch mal, sind... Da ist ein Hebel. Wir sind am obersten Punkt des Levels. Und das ist ein Hebel, der macht. Der fährt die Zunge der Katze aus. Und ich habe so ein Gefühl, dass ich jetzt ganz genau weiß, was wir zu tun haben. Ja, wir müssen jetzt hier runterrutschen. Ja. Und können dann da rein den nächsten Hebel betätigen. Und wahrscheinlich dann diese Tür dort aufmachen. Aber ich speichere lieber nochmal, weil wir wissen ja, in was das alles noch münden kann. Da geht's runter. Ich glaube, ich will da nicht unbedingt runter, deswegen Hebel betätigen. Und der öffnet die Tür. Ey, die Kamera, also diese Ausschwenkungen von Lara, echt gut gemacht. So, was erwartet mich hier? Das sieht nach einem neuen... Die Katzenstatue guckt mich an. Ah!
Okay. Gut. Dann haben wir dieses Level endlich geschafft. The Temple of the Cat erfolgreich abgeschlossen. Wir haben 38 Gegner besiegt, haben 60 Gegenstände eingesammelt. 60 Gegenstände. 4 von 4 Secrets eingesammelt und 1,5 Stunden für dieses Level gebraucht. Oh Mann. Das kann ja noch heiter werden. Also, was ich aber sagen kann, wir sind jetzt zur Hälfte mit diesem Add-on durch. Und was ich aber sagen muss, ist, dieses Level war einfach nur geil. Es war einfach nur so richtig geil. Und ja, wir haben jetzt das erste Kapitel dieses Add-ons geschafft. Ich hatte ja gesagt, das erste Kapitel wird in Ägypten stattfinden. Wir haben jetzt die Katzengottheit sozusagen gefunden. Und ja, im nächsten Level machen wir dann weiter mit dem nächsten Komplex oder im nächsten Part dann besser gesagt. Und wie es hier weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge von Let's Play Tomb Raider 1 Unfinished Business slash The Shadow of the Cat. Ja, also im Endeffekt würde es dann mit Unfinished, mit dem Teil Unfinished Business weitergehen, aber egal. Bis dahin. Ciao.